Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, in der letzten Folge sind wir ja mit Midna hier durchgereist, beziehungsweise Midna ist da durchgegangen. Und wir müssen jetzt erstmal durch dieses Loch hier bestimmt kriechen. Hineingehen, genau. Machen wir jetzt. Diesmal bin ich wieder alleine da. Special Guest Black Mage hat mich wieder verlassen. Aber ich denke, wir werden es auch so schon ganz gut alleine hinkriegen. Okay, leider kein Herz. Dafür haben wir hier aber wieder einen Geist, den wir mal lauschen können. Ihr Göttinnen Hyrule, ich bin doch nur ein einfacher Soldat, der niemandem Böses will. Bitte rettet mich vor diesem schwarzen Monster. Ah! Okay, hier könnte man wühlen. Oh, Robin. Und da ist Midna. Hallo Midna. Hey, manchmal führt Umwege eben auch ans Ziel. Übrigens, schärfst du auch immer dein Gespür mit X? Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch! Gut, dann müssen wir mal schauen. Oh nein. Genau. Oh nein. Verdammt. So, ich würde ja fast behaupten, einfach nur hochgehen geht nicht. Aber bevor wir es zu kompliziert machen, probieren wir das einfach mal. Gucken, wie weit wir dann kommen. Nicht so weit, wie ich dachte. Oh Mann! Was soll denn das denn werden? Gut, so scheint es vorläufig nicht zu gehen. Und so übrigens auch nicht, falls ihr das gerade gesehen habt. Ich hab's bei Zelda nicht mal so eine olle Treppe hochzugehen. Wie soll ich dann irgendwas Schwieriges schaffen? Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du halt findest. Nimm mich einfach mit ZL ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Aha, okay, so geht das. So, jetzt möchte ich allerdings nicht gleich wieder runterfliegen. Jawohl! So geht es doch, hier ist ein Seil. Ich mache mit dem Seil erstmal gar nichts. Ein Herz vielleicht? Schade. Okay, es geht auf jeden Fall... Oh nein. Aha, ein Herz. Sehr schön. Ich werde doch hier nicht rübergehen können, oder? Wo ein Halt ist, auf den du springen kannst, zeige ich dir. Du musst einfach nur L drücken. Ich kann doch hier nicht rüber. Doch. Scheint zu gehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, so, jetzt ist wieder Midna-Time. Ding, ding, jawoll! Oh, jetzt sind wir oben. Das sieht nach einem Kämpfchen aus. Au. Hier ist irgendwie... Aha. Mit Angreifen kann man es kaputt machen. Hätte ich auch früher drauf kommen können eigentlich. Hier hoch, oder? Also so jedenfalls nicht. Irgendwo war hier wieder Midna-Time, oder? Ja. Zerschmeißt du so sicher, wo wir hier sind? Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. So. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt sind.
könnte fast auf Schloss Hyrule tippen, aber mal gucken. Endlich draußen! Und sieh nur, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken am Himmel dahin ziehen. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Oder hast du es immer noch nicht gemerkt? Es gibt da jemanden, den ich kennenlernen will. Also komm jetzt, wir müssen zu den Kunden. Welchen Turm müssen wir denn? Da vorne ist auf jeden Fall wie ein Geist. Ja, genau. Was? Hier ist auch ein Geist? Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hierher gekommen sind. Diese Anhänger sehen zwar die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Na dann verwende doch mal dein Gespür. Verdammt, was sind das nur für Vogelmonster? Und was ist hier eigentlich los? Was ist nur los im Schloss Hyrule? Also Leute, doch Schloss Hyrule. Dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen doch kommen. Ja, theoretisch gerne. Aber ich wollte eigentlich... Das habe ich doch eben schon vorgehabt, bevor der mich unterbrochen hat. Verdammte. Au. Nein! Gott sei Dank hier wieder. Komm her! So! Du lebst doch! Oh! Jetzt nicht mehr. Aber jetzt könnte ich wieder ein Herz gebrauchen. Kein Rubin, ein Herz. Ich fürchte, der wirft das so weit immer weg, dass das runterfliegt, der Mist. So, komm her, Vögelchen. Ich glaube, ich will ja nicht runterfliegen. Oh, Alter. Also mit dem Anvisieren habe ich es aber auch noch nicht so drauf. Aber immerhin leben wir noch. Das ist ja schon mal etwas. Ein Herz. Ich würde ja prinzipiell sagen, wir müssen... Ach, geht mir ab. Komm schon, wir sind ja bald da. Yeah. Irgendwie nicht so leicht hier auf dem Giebel. Genau, zum höchsten Turm. Es gibt eine Person, die du unbedingt kennenlernen solltest. Na komm her. So. Jawoll. Und nochmal. Oh, 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 oh. Ganz schön schlüpfrige Angelegenheit hier. So, hier wollen wir hin, ja? Autsch. Okay, den müssen wir gerade nochmal. Jawoll. Schönchen. Ich hab schon wieder Angst, dass ich hier runterspringe. Naja, haben wir nochmal 6 Rubine dazu, das ist okay. So, und jetzt aber hier rein. Komm, hopp. Harte Angelegenheit, harte Angelegenheit. Okay, wir sind im Turm. Ich bin gespannt, wen wir hier gleich treffen werden. Oh, nochmal Herzen, das ist nicht gut. Hallo, meine Schöne. Erstmal ein bisschen am Lagerfeuer wärmen, würde ich sagen, oder? Schön warm. Ja, ganz ruhig, Mietner.
Mietner? Ihr erinnert euch also an mich. Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht? Er sieht zwar etwas seltsam aus, aber wo spielt wohl das Leben? Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert. Wollt ihr ihm nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ich glaube, das hat er sich redlich verdient, meine Prinzessin. Prinzessin der Schatten. Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In jedem Hyrule, dem einstmals die Kraft der Göttin innen wohnte. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. Und in einem Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Jawohl. So, nicht anders. Jo. Nee, doch, vielleicht. Man weiß nicht. Trefft eure Wahl, Kapitulation oder Tod. Wählt, ob das Volk von Hyrule leben soll oder sterben. Finsternis hüllt Hyrule ein, und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensthafte Wesen. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in Furcht vor den Wesen der Finsternis. Ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Prinzessin Zelda! Zelda. Nun, macht doch nicht so ein trauriges Gesicht. Eigentlich lebt es hier gar nicht so schlecht. Ich meine, sind ein paar Schatten mehr in der Welt wirklich so schlimm? Mietner, die Wesen der Finsternis versuchen, euer habhaft zu werden. Sagt mir, warum? Tja, warum wohl?
Bald werden die Wachen hier sein. Flieht besser, solange ihr noch könnt. Okay, Leute, dann geht's weiter. Wir müssen hier anscheinend relativ schnell raus, weil uns sonst die Wachen in die Quere kommen. Ich wollte mal ganz kurz mit Zelda reden. Geht das noch? Schnell, verschwindet, bevor die Wachen erscheinen. Okay. Dann mal raus und runter. Da sind sie schon. Verdammt. Da sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Los, Midna. Zeig mal, was du kannst. Helf uns mal hier raus. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Ich hab's dir versprochen, also bring ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Könnte es nicht sein, dass du irgendwas Wichtiges vergessen hast? Und an einem Zahn. Willst du sie retten? Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings wirst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage. Nun, denk in Ruhe darüber nach. Let's come to town. The Rescue Princess Zelda. Oder so ähnlich. Okay, und da sind wir dann auch wieder. Als Hund? Achso, eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen. Auch wenn wir aus dem Schatten gekommen sind, hast du dich noch nicht zurückverwandelt. Woran mag das wohl liegen? Man sieht sich. Das war doch mal ein schöner Schlussspruch von Midna. Den werde ich mich einfach mal anschließen. Wir haben ja in dieser Folge jetzt jede Menge Story wirklich mal erfahren, was hier eigentlich so los ist. Was da so geschehen ist und wie wir es gegebenenfalls ändern können. Und wir haben ja auch noch ein paar Aufgaben. Wir müssen immer noch die Kinder retten. Deswegen sind wir überhaupt erst ausgezogen. Und ja, das alles und noch viel mehr natürlich werden wir in der nächsten Folge von Let's Play Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit mir, CJ von Ulya Gaming, mal alles in Angriff nehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns. Ciao, ciao!